Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu meinem Vortrag in der Tragwerksplanung. Mein Name ist Jürgen Maria Schmidt. Ich bin Geschäftsführer der Firma Fides TV Partner GmbH in München und Berlin. In meinem Vortrag, der ungefähr 20 bis 30 Minuten dauert, beschäftige ich mich mit den Fragen, wie kommt man von dem Architekturmodell hin zu Planmodell und schlussendlich zum Wahl- und Positionsplan sowie die Weitergabe an die statische Berechnung von Sophistic und schlussendlich, wie kann man aus dem statischen Modell und der statischen Berechnung einen Bewährungsvorschlag ermitteln und diesen wieder in Revit zu importieren bzw. ein Bewährungsmodellvorschlag zu erzeugen. Schlussendlich geht es darum, Sie bei Ihren Planungsprozessen bestmöglich zu unterstützen und Ihnen zu helfen, bei Ihren Aufgaben schneller, einfacher und fehlerfrei zum Ziel zu kommen. Eine Methode oder ein Punkt ist die Verwendung von Projekt- und Ansichtsvorlagen. Das heißt, es sind schon mal in der Revit-Ingenieurbauvorlage viele Voreinstellungen und Ansichten definiert, damit Sie sehr schnell und einfach von dem architektonischen Modell zum Sparplanmodell kommen. Also sieht man hier. Ich wähle hier in der Ansicht die entsprechende Ansichtsvorlage, also umgeschaltet von der Architekturdarstellung hin zum Sparmodell. Man sieht, wenn man in diese Vorlagen reingeht, dass eben alle für den Schalplan unwichtigen Kategorien ausgeblendet sind. Und die Elemente, die wir brauchen, zum Beispiel Türen und Fenster, auch nur als Öffnungen dargestellt werden. Also nicht wie im Architekturmodell, wo wir zum Beispiel Pfosten oder Füllung oder Elemente haben. Die brauchen wir natürlich für den Schalplan nicht. Des Weiteren will ich Ihnen zeigen, dass wir dass Revit Kategorien verwendet, sprich in dem Fall mal Grundstück. Und diese Pflanzentöpfe sind auf der Kategorie oder der Kategorie Grundstück zugewiesen. Also es ist viel, viel einfacher, wie das Arbeiten mit Layern. Hier können Sie einfach einen Schalter für Ein- und Ausschalten der entsprechenden Kategorien. So, wie schaut das konkret für den Schalplan aus? Es ist klar, die Unterschiede brauche ich Ihnen eigentlich nicht erklären, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung. Im Schalplan ändert sich natürlich die Blickrichtung im Vergleich zum architektonischen oder Architekturplan. Also wie beim Architekten, der Blick von oben nach unten. Ändert sich das im Schalplan die Richtung von unten nach oben. Es werden aufgehende Bauteile strichliert dargestellt und natürlich, habe ich ja schon vorher erwähnt, nur eben alle relevanten Bauteile dargestellt. Wenn wir uns das anschauen, das ist jetzt die architektonische Sichtweise. Ich gehe einfach in meinen Projektbrowser in den Schalplan und sehe schon mal hier strichliert die aufgehenden Bauteile entsprechend nur noch das, was ich für den Schalplan inhaltlich brauche. Also es tauchen zum Beispiel keine Rauminformationen auf, Möbel und so weiter und so fort, fehlt da. Was ich hier zeigen will, ist eben die verschiedenen Blickrichtungen. Dazu habe ich mir mal diese Platte rausgeschnitten.
über UG, um zu zeigen und zu, nebeneinander hinzustellen. Einmal die Sichtweise, wie gesagt, von Architekten und einmal die Sichtweise von uns Tragwerksplanern. Das heißt, hier haben wir das Architekturmodell mit natürlich den Türen und den Aufschlägen. Und hier unten links im Bild zu sehen, sind dann eben entsprechend nur noch die tragenden Bauteile sowie die Türen als Öffnungen sichtbar ohne die Aufschläge. Kommen wir zum Thema Beschriften und der Planableitung. Hier empfiehlt es sich, die Sophistic BIM Tools zu verwenden, die nebenbei bemerkt kostenfrei sind. Sie bekommen die Software entweder über den Autodesk Store oder eben über den Sophistic Application Manager. Wenn Sie die BIM-Tools installiert haben, erscheint in Revit eine neue Registerkarte BIM-Tools. Mit denen können Sie sehr einfach bemaßen. Hier sehen Sie schon die Optionen, die da zur Verfügung stehen. Sie können also verschiedene Maßkettensätze verwenden. Dort wird definiert, wie viele Maßkettenreihen Sie haben und die Inhalte in den verschiedenen Maßketten sowie deren Erscheinungsbild. Jetzt müssen die bloß noch die Bemaßung nur noch platziert werden. Und jetzt haben Sie eine ganz normale Revit-Vermaßung auf Basis der gewählten Bauteile und den entsprechenden Maßkettensätzen. Diese können Sie natürlich bearbeiten, indem Sie zusätzliche Kanten wählen oder Kanten wieder abwählen, die in bestimmten Maßketten nicht erscheinen sollen. Nächster Schritt ist, um gleiche oder ähnliche Bauteile zusammenzufassen für den Positionsplan, gibt es hier unter der Spalte Bezeichnung eben Regeln, Beschriftungsregeln, mit der praktisch die Bezeichnung oder die Beschriftung der Bauteile geregelt wird. Und dann im nächsten Schritt werden diese Elemente automatisch beschriftet auf Basis der vorher definierten Regeln. Im nächsten Schritt zeige ich mir eine Funktion von Revit. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Elemente, ähnliche Elemente automatisch zu beschriften. Das mache ich hier mal, indem man eben verschiedene Beschriftungsfamilien zur Verfügung hat und dann alle ähnlichen Bauteile auf einen Schlag beschriften, in dem Fall positionieren kann. Mit den entsprechenden Informationen natürlich, Breite, Höhe, Oberkante, Unterkante der Öffnung. Schauen wir uns die Schnittableitung an. Also einfach Schnittlinie durch das Bauteil legen, Doppelklick auf die Schnittlinie, schon bin ich in der entsprechenden Ansicht, kann auch hier wieder meine Ansichtsvorlage anwenden. Das heißt, es ändert sich die entsprechende Darstellung der Bauteile und die Inhalte der Ansicht. Im nächsten Schritt definiere ich den Bereich des Schnittes, also den Höhenbereich. Und jetzt beschrifte ich nur noch die Bauteile mit Standard-Revit-Bordmitteln und schon hat man einen vernünftigen ist man sehr schnell und einfach zur Beschriftung und zur Ansichtsbeschriftung gekommen. So, wie ist der nächste Schritt? Ich rufe den Schaltplan auf und jetzt ziehe ich mir nur noch die Ansichten, die ich vorher definiert habe, auf den Plan. Eine Ansicht hat gleichen Maßstab, das heißt, es war sofort, wie groß ich jedes Bauteil darstellen muss.
Und genauso gehe ich mit dem Schnitt vor, sprich ich platziere den Schnitt auf dem Plan und Sie sehen an dieser blau gestrichelten Linie, dass eben der Schnitt sich automatisch am Grundriss orientiert, also das heißt die gemeinsamen Flächen oder Kanten vom Grundriss und Schnitt werden erkannt und entsprechend ausgerichtet. Ja, und schon haben wir unseren Schalplan noch nicht komplett fertig, aber in Ansätzen schon mal erledigt. So, schauen wir uns als nächstes den Bereich statische Berechnung an und Eingabe bzw. Vereinfachung des architektonischen Modells hin zum statischen Modell und später natürlich den Export an die FI-Berechnungsprogramme von der Sophistik. Was sind die wesentlichen Merkmale? Schon im Revit erfolgt die Vereinfachung von unserem Volumenmodell in der Architektur hin zu einem sinnvollen statischen System. Zum Beispiel werden Wände und Decken vereinfacht zu Flächen, Stützen, Träger, zum Beispiel zu Stabsystemen. Typisch für Revit, alles kann miteinander zusammenhängen, muss nicht, aber kann und standardmäßig ist es erstmal verknüpft miteinander. Schauen wir uns das konkret an. Hier auf der linken Seite sehen Sie das architektonische Modell und bereits rechts das statische Modell, das Revit bereits so generiert, ohne dass ich jetzt irgendwas schon angepasst habe. Also das heißt, wir werden natürlich nur die tragenden Elemente schon mal angezeigt und es werden natürlich Türen, Fensteröffnungen, Türen, Fensteröffnungen auch als Öffnungen angezeigt. Und diese Vereinfachung in Flächen- und Linienelemente hat hier schon stattgefunden. Und wie erwähnt, hängen diese Elemente alle logisch miteinander zusammen. Das heißt, ich sage mal hier, ich möchte einen anderen Typ am Fenster haben. Hier zum Beispiel ein bisschen kleineres Fenster. Und Sie sehen sofort, wie sich die beiden Modelle gegenseitig abgleichen. Also es passt alles logisch zusammen. Des Weiteren können Sie auch die statischen Systemebenen beeinflussen. Sprich, das hier jetzt größer. Sie können hier sagen, mein statisches System erkennt man hier in der Ansicht besser. Hier ist diese Platte, die Systemebene auf der Oberfläche, also auf der oberen Fläche eben platziert. Und das kann ich natürlich steuern, indem ich sage, ich möchte hier diese Eigenschaft Ausrichtung selbst bestimmen und sagen, machen wir das zum Beispiel an das untere Ende, dann passen sich die statischen Systeme direkt eben mit an. Oder ich sage, ich möchte das auf die Mittelachse beziehen oder wie gesagt, auf der oberen Seite. Das ist eine einfache Systematik, um das statische System zu bearbeiten. Man kann das Ganze natürlich nochmal vereinfachen oder ändern. Schauen wir uns das hier mal an dieser Wandscheibe an. Da sehen wir, die hat ein paar Mini-Aussparungen, die man statisch vernachlässigen kann. Deshalb kann man hier zum Beispiel sein Berechnungsmodell anpassen, könnte hier
Markanten bzw. Punkte verschieben oder wie hier in dem Fall kann ich mir die Öffnungssymbole anschauen und dort die Öffnungen aktivieren oder in dem Fall deaktivieren. Zudem hat man natürlich die Möglichkeit, auch bauteilorientiert sein statisches Modell zu generieren. Ich mache das hier einfach mal mit einer exemplarisch an einer Stütze. Das heißt, ich sage hier, das kracht mir zu weit aus und ich füge hier eine Stütze hinzu. Das soll eine runde Stahlbetonstütze sein, die Ebene Fußboden hochgeht und bis oberste Ebene soll die Ebene 26 sein. Wo haben wir sie? Hier. Und schon habe ich auch hier in meinem Berechnungsmodell eine Verbindung bzw. habe hier eine Spitze eingefügt. Wie gesagt, alles logisch miteinander zusammen. Schauen wir uns den Bereich der Auflagerbedingungen an. Hier im Revit finden Sie unter Berechnung die ganzen System- und Lastgenerierungsoptionen, unter anderem dann eben auch die Auflagerbedingungen. Da habe ich hier verschiedene Optionen. Ich kann sagen, möchte ich eine Punkt-, Linien- oder Flächenlagerung haben. Ich möchte jetzt hier diese Platte hier unten einfach mal lagern. Hier gibt es natürlich verschiedene Optionen, indem ich sage, wie soll diese Lagerung ausgebildet sein, also gelenkig, oder ich definiere meine eigenen Regeln eben für die verschiedenen Verschiebungsrichtungen. Schauen wir uns das Thema Lasten an. Auch hier in der Registerkarte der Berechnung findet man neben den Auflagerbedingungen eben auch die Lasten. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, gibt es ähnlich wie vorher bei den Auflagerbedingungen Linien oder flächenbezogene Elemente in den Ballasten. Und das Ganze gibt es als abhängige Lasten auch. Einmal, das sind hier freie Lasten, die man irgendwo platzieren kann. Oder hier auf ein Element, wie zum Beispiel die Geschossdecke, bezogene Last. Wenn wir hier machen ein ganz einfaches Beispiel, ich sage ein elementbezogene Last, gebe hier den Lasttyp an, also was ist es, zu welchem Lastfall gehört das und kann jetzt sagen, auf welches Element wirkt diese Last, eben in meinem Fall die Geschossdecke, und schon habe ich die entsprechende Last dort platziert. Würde ich jetzt an diesem Element der Geschossdecke was ändern, würde sich die Last anpassen, zeige ich auch konkret hier mal, indem ich einfach eine Aussparung in diese Geschossdecke platziere. Deckendurchbruch, hier möchte ich den haben und schon sehen wir, wurde hier die Last neben der Decke auch die Last ausgespart. So, jetzt haben Sie gesehen, wie man das System generiert bzw. anpasst, wie man Auflage definiert, wie man Lasten definiert. Und jetzt schauen wir uns den nächsten Schritt an. Jetzt habe ich die Systemeingabe abgeschlossen
Und jetzt möchte ich das mit Sophistic berechnen. Also drücke ich hier unter Sophistic Analysis den Knopf Start. Kann hier gleich mal definieren, was vernetzt und berechnet werden soll. Ich habe hier Einfluss auf verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Öffnungen, die kleiner hier in dem Fall als 0,2 Quadratmeter sind, sollen ignoriert werden. Kann nochmal auf die Netzfeinheit und den Typ der Flächenelemente eingehen und hat noch verschiedene Optionen für die Berechnung. Schauen wir uns das eben an. Das ist dabei Sophistic angekommen. Für diejenigen, die Sophistic kennen, fühlen sich hier gleich wie zu Hause. Also sprich, es ist alles angekommen. Die Auflagebedingungen, natürlich das angepasste System hier mit der kleinen Öffnung, hier mit unserer Spitze drin. Und kann mir auch gleich mal eine Animation der Verschiebung anschauen infolge Eigengewicht. Und genauso natürlich das ist jetzt natürlich sehr stark überhöht. So, im nächsten Schritt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie aus dem Gesamtsystem Einzelpositionen generieren können und die dann berechnen und bemessen können. Dazu gibt es hier in Sophistic Analysis den Punkt Subsysteme aus Ebenen generieren. Hier werde ich gefragt, in welche Ebenen dafür verwendet werden sollen. Und ob ich gleich den Lastabtrag berücksichtigen will, das möchte ich hier. Und jetzt zerlegt er im Prinzip mein 3D-System in einzelne Ebenen. Also zum Beispiel hier, wenn wir uns mal die oberste Ebene anschauen, dann sehen wir hier diese Deckenplatte, hier als Volumenelement und hier die aufgehenden Wände werden dann als die drunter liegenden Wände als Auflagekonditionen umgewandelt. Dazu exportieren wir das Ganze jetzt wieder, also lassen es berechnen. Habe hier die gleichen Einstellmöglichkeiten wie vorhin beim Gesamtsystem, nur erzeuge ich hier ein Subsystem aus der aktiven Ansicht und ansonsten habe ich ähnliche Einstellungen wie vorhin. Lasse ich berechnen, das Ganze im SSD anschauen, habe ich hier also dieses System exportiert mit den entsprechenden Auflagern und habe hier praktisch meine Geschossdecke als Einzelelement berechnet. Nächsten Schritt kann ich hier sagen gleich, bemess mir diese Platte. Wird also hier das System nochmal angezeigt. Ich übernehme mal die Einstellung von der Positionierung von vorhin. Ab hier kann man mal verschiedene Einstellungen für die Kombinationen vornehmen, für die Berechnung von Biegung und Schub, kann die Durchstandsnachweise entsprechend steuern und für den Grenzzustand und die Gebrauchstauglichkeit entsprechende Parameterwerte setzen. So, jetzt habe ich hier in meinem Design Browser
habe ich diese Einzelposition der Decke, die ich dann auch wiederum bewähren lassen kann. Aber dazu erst im nächsten Schritt. Was gibt es sonst noch hier als wichtige Optionen? Ich kann mir die Ergebnisse auch anzeigen lassen. Kann hier sagen, für meine Decken möchte ich die Momente anzeigen lassen. Zum Beispiel diese hier. Und kann mir also auch die Ergebnisse direkt im Revit mir anzeigen lassen. Ja. Was gibt es sonst noch für wichtige Funktionen im Sophistic Analysis? Natürlich können Sie hier die ganze Ausgabe in den Standard-Sophistic-Produkten sich anzeigen lassen, eben alternativ gerade zu der geraden gezeigten Variante über das Graphics sich die entsprechenden Schnittgrößen zum Beispiel auch anzeigen zu lassen, Ergebnisse, Flächenelemente, Schnittkräfte, Hauptmomente mit all den Einstellmöglichkeiten, die eben auch sonst Sophistic bietet. Was haben wir noch? Hier, wie gesagt, die Bemessung der Einzelpositionen. Das habe ich schon erwähnt, die Anzeige von Ergebnissen im Revit. Noch ganz interessant, hier Übergangsbedingungen zu definieren in einem Strukturbrowser, Struktureigenschaftenbrowser, wo man also für jedes Element sagen kann, wie das jetzt gehalten ist. Das wird hier also mir angezeigt. Jetzt kann ich hier die Gelenkbedingungen für jede Kante mir selbst festlegen. Also können da in jedes Element reinklicken und dort die Eigenschaften festlegen. Auch sehr hilfreich, Sie können für die schachbettartige Aufteilung von Lasten gibt es eine spezielle Funktion hier. Also Sie können die komplette Geschossdecke mit einer Last versehen, mit einer Verkehrslast und die schachbettartig aufteilen lassen. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die es da sonst noch von der Sophistic im Revit gibt. So, schauen wir uns zum Schluss noch das Thema Bewährung an. Hier ein einfaches Beispiel gewählt in Form von Import der Bewährungsergebnisse aus der statischen Berechnung. Dazu gehe ich einfach hier auf meine Platte und sage, ich möchte diese Platte bemessen. Und im nächsten Schritt in einem Design-Browser nur noch bewähren. Ich habe also hier meine Bemessungslastfälle, kann hier die Grundbewährung vorgeben, wie also die Grundbewährung rein oder was als Grundbewährung verwendet werden soll. Und dementsprechend werden dann die Zulagen generiert. So, schauen wir uns das in dem Bewährungsmodell an. Das heißt, ich habe jetzt hier schon die einzelnen, den Stabstahl
wurde schon generiert aufgrund der Randbedingungen und der Berechnung. Jetzt kann ich noch die Bewährungseisen aufteilen, weil die sind natürlich viel zu lang. Dazu gehe ich in eine Sophistic-Bewährung, also das ist eine zusätzliche Revit-App. Und dort kann ich sagen, teile mir bitte die Stäbe auf. Gebe hier noch ein Content-Pack an, also die länderspezifischen Regeln lege ich damit fest. So, sag also teilen, wähle die entsprechenden Bewährungseisen aus, die ich teilen möchte. Kann hier also sagen, ganze oder halbe Stäbe bitte verschwenkt einbauen und lass das Ganze automatisiert aufteilen. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen, hat er mir diese entsprechenden Eisen aufgeteilt, sodass eben halt die maximale Startlänge eingehalten ist. Und jetzt im nächsten Schritt gehe ich noch in meinen Bewährungsplan. Füge hier meine Bewährungsplan zu, ändere vielleicht noch den Maßstab. Eins zu 100. So, im ersten Schritt weise ich Eisen einen Bewährungsplan zu. Das heißt, wenn ich planbezogene Stahllisten haben will, ist das die richtige Einstellung. Nächster Schritt ist das Durchpositionieren, also ähnliche Biegeformen mit gleicher Positionsnummer zu versehen. So, jetzt können wir auch hier Filter natürlich verwenden, sprich kann sagen, ob ich die untere oder die obere Lage darstellen will. Dementsprechend werden halt die Eisen in der entsprechenden Lage angezeigt. Und jetzt kann ich im Prinzip alle Elemente, die ich alle Bewährungselemente hier ausblenden und beschriften lassen. Das heißt, jetzt wird eine vereinfachte Darstellung für die Eisen gewählt, also sprich nicht jedes Eisen dargestellt. Es wird die Verlegelinie platziert mit der entsprechenden Beschriftung, also sprich also zum Beispiel Position 1 mit dem Abstand und so. Das sehen wir eben hier. Auch das entsprechende Symbol an der Stelle, wo das Eisen dann geschnitten wird. Also Sie sehen, eine gute Basis wird hier schon mal erstellt, wobei man die Beschriftung auch halt eventuell an die richtige Stelle verschieben muss, damit der Plan vernünftig ausschaut. Zum Abschluss möchte ich das Gezeigte nochmal kurz zusammenfassen.
Ich habe Ihnen gezeigt, wie man von dem architektonischen Modell zum Fahrplan kommt, mit Hilfe ergänzender Werkzeugen, zum Beispiel den BIM-Tools. Dann, wie man aus dem architektonischen Modell ein Berechnungsmodell ableitet, ein 3D-Komplettmodell. Wie man aus diesem 3D-Komplettmodell aber vereinfachte Subsysteme wiederum erzeugt und wie man auf Basis der statischen Berechnung einen Bewährungsvorschlag erstellen kann. Hier am Beispiel einer Decke. Ja, ich hoffe, das war interessant für Sie. War natürlich jetzt sehr schnell in sehr kurzer Zeit nur ein Teil der Funktionen gezeigt und ja, würde mich freuen über Ihr Feedback, beziehungsweise nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um die Details zu besprechen, also Ihre Anforderungen genauer anzuschauen und dann die Lösungswege aufzuzeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, machen Sie es gut und bis bald. Wiederschauen.